Hallo und herzlich willkommen zu Where Am I? Es ist das neue Spiel von dem Slender-Entwickler und wurde im Rahmen eines, ja, Wettbewerbs, in dem in 48 Stunden, also an einem Wochenende, ein ganzes Spiel entwickelt werden soll. Ich habe es jetzt noch nicht gespielt. Ich spiele es im Browser direkt auf deren Homepage. Den Link werde ich auch in die Beschreibung packen. Ja, mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, was hier jetzt irgendwie passieren sollte. Ich habe es tatsächlich geschafft, es noch nicht mal selber irgendwo zu gucken. Obwohl man da jetzt ja auch ein bisschen viel von hört. Die Laufgeräusche sind schon mal fies auf dem komischen Boden. Das Bild wird ganz grisselig. Das kennt man von Slender ja auch schon. Eine Sackgasse. Oh, okay. Die Gänge verändern sich auch. Mal schauen. Also es bleibt alles gleich, wird auf jeden Fall kriseliger. Die Wandtexturen sind auch sehr seltsam. Schon wieder so eine Sackgasse. Kann ich auch nur. Ich kann nur zurückgehen? Hm. Also das Bild wird immer schlechter. Könnte man ein Atmen hören? Also mit Sound und so, das hat er echt drauf. Das macht eine schöne gruselige Atmosphäre. Hä? Der war doch gerade noch im Weg. Es gibt auf jeden Fall immer nur einen Weg. Also ich habe auch gar keine Wahl, wo ich langlaufe. Wird auch anstrengend. Oh, doch, jetzt habe ich zwei Wege. Oder gar keinen? Fies. Es wird auf jeden Fall immer schwieriger, hier noch irgendwas zu erkennen. Sehr anstrengend für die Augen. Also Menschen, die schnell Kopfschmerzen kriegen, so wie ich. Freut euch. Nicht nachher mit. War das gerade ein Schatten? Nicht nachher mit Migräne im Bett liege, dann was ist dieses blöde Spiel schuld? Und nein, blöd ist es natürlich nicht. Ich habe ja keine Ahnung, wie aufwendig sowas ist, aber dafür. Die Atmosphäre ist klasse. In 48 Stunden. Ich würde es nicht hinkriegen. Ich würde gar nichts in 48 Stunden hinkriegen. Das Licht ist auch die einzige Hilfe, dass man noch ansatzweise sowas wie einen Weg findet. Sieht man gar nicht so, aber ich muss mich ganz oft komplett im Kreis drehen, damit ich noch einen Weg finde. Okay, das ist jetzt ein sehr langer Gang. Mal gucken, ob der auch so bleibt. Kann an den Flächen ja sehr gut erkennen. Es hat ein bisschen Feeling von SCP. Weil es immer ewig gleich aussieht, alles eigentlich. Scheiße. Oh, Herzinfarkt. Herzinfarkt. Oh mein Gott, ich habe vorhin ins Mikro geschrien.
Ja, Mr. Hadley, sehr gut geworden, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Puh, also im Wiederspielwett hat es natürlich nicht so unbedingt, weil ich schätze, dass das Ende immer gleich ausfallen wird. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr das auch schon gespielt? Wenn nicht, den Link werde ich posten, falls ihr da Interesse habt. Ha, was ein Ende.